Sehr nice. Ich gehe jetzt eine Runde schwimmen. Wir sind mit dem Grab, also mit dem Taxi von der Unterkunft zur Fähre. Dann mit der Fähre von Georgetown nach Penang. Von Penang mit dem Bus nach Kuala Kedah. Von da aus mussten wir noch mit dem Taxi zur nächsten Fähre. Von der Fähre sind wir dann anderthalb Stunden nach Langkawi gefahren und von dem Spot sind wir dann hier zur Unterkunft. Noch mal eine halbe Stunde. Also man ist fertig. Und jetzt einfach glücklich hier in den Pool reinzuspringen. Und später vielleicht noch mal ganz kurz zum Meer, aber zwischendurch mal ein bisschen ins Bett ausruhen. Eventuell schon mal ein bisschen Video schneiden. Dies, das. Jetzt im Mangrovenwald. Wir fahren jetzt zwei Stunden mit dem Bötchen durch die Gegend und waren jetzt gerade in einer Höhle mit Fledermäusen. Und dann geht es hier immer mal weiter zu anderen Standorten. Heute Morgen waren wir kurz in einem buddhistischen Tempel, der war aber gerade noch im Bau. Das sah noch nicht so cool aus. Ja. Just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet, made me whole again. I wanna see your face. Never will I be the same again. Well, I thought I knew
life was all about that song had already been sung. Ich sitze jetzt hier noch ein bisschen am Pool. Genieße noch ein bisschen den letzten Abend hier auf Langkawi. Den letzten Abend in Malaysia. Ja, ich habe heute wenig geredet. Keine Ahnung, gab auch nichts zu erzählen groß. Wir waren in einem buddhistischen Tempel, der war noch nicht fertig mit dem Bau. Und dann haben wir noch eine Mangroventour mitgemacht, die war ganz cool. Bin ich so ein Fan von. So coole Bilder und Videos entstanden. Bin aber nicht so ein Fan von diesen Fütterungssachen. Also, ja. Weiß nicht, muss nicht unbedingt sein. Jetzt ist das Ende von Malaysia angelangt. Salute. Ja, wir sind auf Koh Lanta seit gestern und sind heute nochmal ein bisschen durch die Gegend gefahren. Hat es nochmal geregnet. Die Wellen heute im Meer sind extrem hoch. Ich wollte eigentlich ein bisschen schnorkeln gehen, aber da kann ich ja wohl in der Pfeife rauchen. Ja, jetzt fahren wir zur anderen Seite der Insel, in die Old Town. Ich habe das ja letztes Jahr alles schon mal gesehen, war ganz cool. Ich wurde auch von einer Dame vom Restaurant erkannt. War auch ganz nett. Jetzt driven wir wieder los. Haben unsere geilen 110cc Roller. Und, boah, ein bisschen so ein Ball auf der Nase, oder was? Junge. Ja, gucken wir uns hier halt schon noch mal was an. Schauen wir uns irgendwo ein schönes Getränk noch uns reinzwirbeln und später was essen. Easy going. So, wir waren vorhin beim Wasserfall und sind jetzt im Nationalpark von Koh Lanta. Ich habe das ja alles letztes Jahr schon mal gefilmt, deswegen können verlinke ich dazu, wenn ich es nicht vergesse, einfach mal das Video vom letzten Jahr. Ich werde das hier nicht einfach nochmal alles aufnehmen. Die Gegebenheiten sind ja dieselben. Und dann kann ich mich auch ein bisschen mehr auf die Natur konzentrieren. Puh. Wir sind jetzt auf Phuketski und sind schon im Hotel eingecheckt in so ein Zimmerchen hier. Das ist nice, das Pool. Und gehen jetzt was essen und dann noch ein bisschen entspannen. Wir sind in einem kleinen Nationalpark und gucken uns zwei Wasserfälle an. Einen gibt es hier und einen auf der anderen Seite des Berges. Der Eintritt, den wir zurzeit haben, 400 Baht pro Person, gilt für beide Wasserfälle. Ist jetzt so ein 2-Kilometer-Trail. Ein bisschen durch den Dschungel hier durch. Durch den Birkenwald mit Buchen und Eichen. Vielleicht sehen wir auch ein Eichhörnchen. Schön. Ja, sind heute auch ordentlich Motorrad gefahren. 1,5 Stunden bis hierhin. Der Rückweg, den nehmen wir auf jeden Fall wieder eine andere Route. Die jetzt hier hat ein bisschen zu lange gedauert. Es war einfach nur viel Stau. Das macht keinen Spaß. Dann lieber durch die Stadt, wo die großen Straßen sind, wo viele Autos nebeneinander passen. Es ist heute ein bisschen, ja, ein bisschen diesig, ein bisschen regnerisch.
Es hat ja noch auf jeden Fall ordentlich geschüttet. Und ja, was soll ich denn sagen? Das ist jetzt unser vorletzter Tag auf der Insel, Phuket. Morgen ist der letzte. Morgen wäre eigentlich Beach Day. Laut Wetter soll es nicht so geil werden. Heute ist extrem windig, riesige Wellen. Deswegen wird es das, glaube ich, nichts. Ja, schauen wir, wie es wird. Auf jeden Fall ziemlich nice hier. War echt ein geiler Weg, also bis jetzt in Thailand einer der schönsten. Kurz und knackig halt. Er war nicht lang, er war nicht super anstrengend, aber da war halt super viel Schönes so auf einem Weg gepresst. Das war cool. Das ist nice, ja. Also das hätte ich bereut, hätte ich es nicht gemacht. Aber schon nicht ohne, gerade mit diesen ganzen Bachüberquerungen hin, her, links, rechts. Ja, einen Weg findest du manchmal nicht und sowas. Das ist schon witzig, ja. Hi! Da bin ich wieder. Ja, Freunde, was geht? Wir sind jetzt mittlerweile in Bangkok. Einfach mal so hierhin teleportiert. Tun wir eine Runde Wetter watchen. Und dann gehen wir auf meine Lieblingsstraße, die Khao San Road. Haben wir da Bock drauf? So ein bisschen. Schauen wir mal. Wir sind erst so seit einem Stündchen dort. Viel Bahn gefahren und das war's. Kim hat die Straße richtig gut gefallen. Sie wollte am liebsten die ganze Nacht da verbringen. Ich hasse es immer noch so wie letztes Jahr. Es ist absolut nicht meine Welt. Aber jede Welt hat ihre Daseinsberechtigung. Naja, alles easy. Wir waren gerade beim liegenden Buddha. Der ist da in der Hütte. War ja letztes Jahr schon mal hier. Jetzt gibt es einfach einen kleinen Schnitt aus dem Tempel, in dem wir jetzt waren. Ja, könnt ihr euch die Videos von letztem Jahr angucken. Ja, da habe ich es ein bisschen schöner zusammengebastelt. Aber ist auch mal ganz cool, ohne groß mit Kamera hier durchzuwatscheln. Ist auch mal ganz interessant.
würde sagen, so schnell ist ein Kapitel auch schon wieder vorbei. Ja, ihr kriegt mich heute jetzt mal kurz auf dem Handy. Ich habe meine Kamera auch gerade nicht griffbereit. Deswegen ein bisschen wackelig, Ton vielleicht schlecht, aber egal. Maschallah. Gut, gehen wir es jetzt durch. Ihr macht jetzt Sicherheitskontrolle und also ein Krempel. Und in ein paar Stunden geht der Flieger. Ich laufe jetzt zu meinem Busgate, zu meinem Busterminal und werde dann Richtung Pattaya fahren. Ja, und dann meinen Führerschein machen, Leute. Meinen Motorradführerschein. Da habe ich richtig Bock drauf. Mal gucken, ob das funktioniert. Da bin ich gespannt. Und ja, in ein paar Tagen kommt Leonie an. Die hole ich dann hier aus Bangkok ab. Dann fahren wir zusammen nochmal nach Pattaya. Ich habe so ein paar Termine, die muss ich da wahrnehmen, damit das mit dem Führerschein alles klappt. Und ja, ich bin einfach gespannt und freue mich wie eine wilde Sau. Also, dieses Kapitel ist dann damit jetzt erstmal beendet. Und morgen öffnet sich ein neues.